Bald ist schon 2019 und wie alle Jahre wieder werden wir mal einen Blick auf die besten Anime des vergangenen Jahres, aka 2018, werfen. Während ich die letzten Jahre wirklich noch alle neuen Serien geschaut habe, komme ich dieses Jahr auf nur 54 Stück, was denke ich immer noch okay ist. Schließlich geht es in diesem Video nicht um die subjektiv besten Anime des Jahres, sondern um Serien, die mich persönlich auf ihre Weise am besten unterhalten haben. Ach ja, und wie alle Jahre wieder ist die Reihenfolge der Liste absolut irrelevant und beinhaltet auch keine Filme oder Fortsetzung, sonst würde ich die ganze Zeit nur über Jojo reden. Also, los geht's. Erabe Akira. Oh, hajimattanda. Fangen wir mit etwas Kontroversem an. Devilman Crybaby. Wenn der Anime für die einen ein nichtsaussagendes perverses Splatter-Theater ist, lobpreisen ihn die anderen als gelungene Interpretation des Klassikers in der Neuzeit. Zu letzterem gehöre ich. Nicht nur fasziniert mich schon die Devilman-Serien aus den 70ern oder OVAs aus den 90ern durch ihre verspielt übertriebene Gewalt an skurrilen Dämonen, sondern der Fakt, dass Regisseur Masaki Yuasa das Franchise reanimierte, ließ mich dazu verleiten, mir letztendlich mal Netflix zuzulegen. Und ich wurde in beiden Punkten nicht enttäuscht. Netflix hat sich gelohnt und Devilman Crybaby erst recht. Die Geschichte rund um einen Jungen, der die Kräfte des Devilman erlangt und die Welt vor ihrem drohenden Untergang durch eine dämonische Armee zu retten versucht, findet in unserer Zeit genauso ein Zuhause wie noch vor 30, 40, 50 Jahren. Denn die Welt ist immer noch genauso verdorben wie damals und die Abgründe der Menschheit werden der Vorlage getreu durch ein Spektakel aus Gewalt, Sex und Tod präsentiert. Die zudem beste Hostie des Jahres sowie die teils surrealen Animationen werden die Serie zu einem fast schon Kunstwerk auf. Devilman war einer der wenigen Anime, die ich nach langer, langer Zeit mal wieder an einem Stück geschaut habe, auch wenn er mich dadurch bis 5, 6 Uhr morgens wach hielt. Und bleiben wir bei einem surrealen Spektakel, denn so würde ich Pop Team Epic beschreiben. Wobei, das wäre nicht fair. Pop Team Epic ist viel mehr als nur das. Es ist eine unglaubliche, unbeschreibliche, unvergessliche Erfahrung, sowohl im positiven als auch negativen Sinn. Es ist ein als Anime getarnter Shitpost. Auf keine Serie trifft der Spruch Humor ist Geschmackssache besser zu als auf diesen Haufen Geschmackssache. Was wir bei Pop Team Epic haben, sind zwei Mädchen, die... Wobei, was haben wir hier eigentlich nicht? Von Humor, Anti-Humor, schwarzen Humor, keinem Humor, sowie random und dummer und abgedrehter Slapstick-Comedy werden einem kurze Geschichten präsentiert, die keine Geschichten sind und ohne das fachliche Wissen von popkulturellen Referenzen, Memes sowie Hunderten von Anime ist man hier schnell aufgeworfen. Wobei, oft hilft einem das auch nicht weiter. Und denkt man sich nichts Böses, bei einem recht schönen 2D-Zeichenstil schlägt einem in der nächsten Sekunde hässliche 3D-CGI-Animation die Augen aus, welche wieder wechseln zu einem Pixel-Look, dann in die reale Welt transferieren, hin zu wunderschönen Handzeichnungen, in ein Erbrochenes aus Farben mit Form. Abgerundet wird es mit einem variierenden und bekannten Cast an Synchronsprechern, seien es nun männliche oder weibliche. Denn nur weil es hier um zwei Mädchen geht, heißt es noch lange nichts. Hier werden Gehirn, Augen, Ohren und Verstand audiovisuell vergewaltigt. Und es gefällt einem. Kommen wir zu etwas Bodenständigerem. Wobei, wenn man die Storybeschreibung von Bunny Senpai liest und feststellt, dass es um einen Oberschüler geht, der in der Bibliothek einem Mädchen im Bunny-Kostüm begegnet, dann kann man sich auch hier nicht mehr so sicher sein. Aber dahinter steckt so viel mehr. Vielleicht liegt es daran, dass ich Bunny Senpai gerade am Schauen bin, aber ich bin vollends begeistert von dem Anime und habe ihn schon mehreren Leuten aufgedrängt. Doch war der Anfang alles andere als vielversprechend. Ein Titel, der auf ein Edgy Harem vermuten lässt, mit einer Prämisse, die mit dem Schulleben eines Oberschülers banaler nicht hätte sein können. Letztendlich hat mich der Anime extrem an Hyoka erinnert, was Grund genug war, dem Anime eine Chance zu geben. Ein ähnlich müder, monoton männlicher Hauptcharakter löst mit einer Gruppe von Mitstreitern Mysterien. Der kritische Unterschied? Erst
Erstens, es kommt tatsächlich zu einer romantischen Paarbildung. Zweitens, es sind keine Kriminalmysterien, sondern Mysterien der Adoleszenz. Unter dem Deckmantel eines pseudowissenschaftlichen Phänomens werden hier auf ehrliche Weise allgemeine Sorgen und vor allem Ängste eines heranwachsenden jugendlichen Menschen wunderbar ergründet. Sei es Liebe, soziale Ängste oder familiäre Probleme. Definitiv der für mich beste Anime aus der Season. Okay, Darling in the Franxx ist eine einzige Katastrophe. Ein klischeefest mit vorhersehbarem Drama, das durch ein unausgereiftes Sci-Fi-Setting schreckliches Worldbuilding aufweist, gepaart mit unnötiger Übersexualisierung und Plotholes, die dank Infodumping größer als der Marianengraben sind. Nein, nein. Das ist immer noch das Video mit den besten Anime 2018. Aber ich bin einfach so traurig darüber, dass hier etwas mit Potenzial im Keim erstickt wurde. Warum landet also Darling in the Franxx in meiner Liste? Ich wurde manipuliert. Der Anime hat mich im Slice of Life und Drama Aspekt so unglaublich an Elfenlied erinnert, dass ich mich für den Bruchteil eines Moments im emotionalen Zustand meines 14-jährigen Ichs wiedergefunden habe. Und das war es mir wert. Eigentlich hatte ich noch ein Video in Planung namens Elfenlied in the Franxx, da abgesehen von den Hörnern auch das Vergangenheitsdrama prinzipiell identisch ist. Darling in the Franxx ist definitiv nicht einer der besten Anime des Jahres, aber kann dennoch unterhaltend sein. Studio Trigger liefert gute Animationen mit Mecha-Kämpfen, die durchaus ansehnlich sind. Denn storytechnisch geht es recht simpel um Kinder, die dazu auserkoren wurden, zusammen in großen Mechas die Menschheit vor speziellen Monstern zu beschützen. Der Twist ist, dass diese nur zusammen von einem männlichen und weiblichen Piloten gesteuert werden können, was ein bisschen Innovation bringt, nicht nur im Edgy-Genre, sondern da das erfolgreiche Steuern eines Mechas von zwischenmenschlichen Interaktionen abhängt. Und zudem mochte ich die Protagonistin Zero Two. Da bin ich aber nicht der Einzige, denn nachdem diese eine unfaire Behandlung erfuhr, bekam der Regisseur mehrere Todesdrohungen. Um hier also meiner Vorbildsfunktion gerecht zu werden. Kinder, schreibt nicht den Leuten, dass ihr sie umbringen wollt, nur weil euch deren Serien nicht gefällt. Beenden wir die Liste von 2018 mit den Worten, die ich Anfang 2018 in meinem Season-Rückblick zu Sora Yuri no Toibasho gesagt habe. Aber lasst mich euch sagen, sie ist wirklich unglaublich gut und wahrscheinlich für mich der liebste Anime aus der Season. Erst einmal haben wir hier Studio Madhouse, welche wirklich einen fantastischen Job machen, sei es jetzt die Antarktis zu zeigen oder generell die komplette Atmosphäre einfach zu, naja, aufzubauen. Aber nicht nur das, der Spaß kommt einfach durch die signifikant anderen Protagonistinnen, welche einfach perfekt harmonieren und es wirkt alles nicht wie ein normales Slice of Life, sondern wie so eine kleine Abenteuergeschichte, welche einem zeigt, dass man seine Jugend leben soll und ich tatsächlich so ein bisschen traurig bin, dass ich sowas nie gemacht habe. Ich bin tatsächlich die Serie gerade am Rewatchen. Da ich sowas normalerweise nie mache, muss ich mir wohl eingestehen, dass The Place Further Than the Universe der für mich beste Anime aus 2018 ist. Mal abgesehen davon, dass ich schon mal nach Reisen in die Antarktis Ausschau gehalten habe. Wenn ein Anime mich dazu anstiftet, zu einem fern, kalten, verlassenen, monotonen Ort und vor allem ohne Internet fahren zu wollen, dann muss da schon was hinterstecken. Zuletzt ist mir sowas bei Haikyuu passiert, als ich fast einen Fuß in die Sporthalle meiner Uni zum Volleyballspielen gesetzt habe. Zum Glück konnte ich mich noch beherrschen. Abschließend kann ich dazu sagen, wir haben hier eine absolut fantastische Coming-of-Age-Reise, bei der nicht die Ankunft das Ziel ist, sondern die Reise selbst, welche wir mit vier Mädchen bestreiten dürfen, die einfach Spaß gemeinsam an ihrer unschuldigen Freundschaft haben. Und ja, das waren meine liebsten Anime aus 2018. Was waren eure? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch jetzt Serienfortsetzungen und Filme nennen. Das habe ich jetzt nur für meine Liste so ausgemacht. Dazu muss ich noch sagen, ich glaube, Violet Evergarden, ich hatte mich so auf den Anime gefreut. Letztendlich konnte mich aber irgendwie nicht abholen. Ich find's schade, ich glaube, ich muss den ganzen nochmal rewatchen. Ja, was ist noch so fast in die Liste gekommen? Ich glaube, Violet Evergarden, sowas wie Megalobox, wie dem auch sei. Ich wünsche euch ein absolut fantastisches neues Jahr. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen guten Rutsch heute Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.